Herzlich willkommen zurück, Leute, zu einer weiteren Folge The Binding of Isaac Rebirth. Woohoo! Die 200. Folge! Ist das der Hammer? Es ist schon leicht legendär, ein kleines Jubiläum, muss ich sagen. Oh ja. Und wir haben uns ein bisschen was dazu ausgedacht. Du kannst ja mal kurz erläutern, was wir vorhaben. Und zwar haben wir vor, da wir der Meinung waren, Mensch, wir sind so geskillte Isaac-Spieler und nach 200 Folgen kann man einfach nicht mehr unterscheiden, wer von uns beiden ist eigentlich gut und wer nicht. Und aus diesem Grund haben wir uns gedacht, hey, wir machen einfach mal einen Run gegeneinander, anstatt immer einen nur schönen miteinander. Einen schönen Versus-Run. Ihr seht bestimmt schon die geteilten Bildschirme. Oh. Ja, wir werden trotzdem versuchen, den Item-Tracker unter unseren Bildschirm zu packen, damit ihr es trotzdem weiter mitverfolgen könnt, wer nun was aufhebt. Und wir starten mal in das Spiel rein. Wir nehmen beide Isaac, weil dann haben wir die größte Auswahl. Und ich werde dem Ben mal den Seed durchgeben. Ha, ich bin war so doof. Schauen wir doch mal. Und zwar, bist du bereit? Warte, ich muss Tab drücken. Ich war gerade schon in meinem Spiel drin, das war gerade sinnlos. ja, es so. Es läuft ja alles glatt, Mensch. Ah, so wie immer, weißt du doch. Dann sag mal Ein W, ein Dora, ein Florian, eine 1, ein X, ein K, eine 3 und ein R, wie Richard. Okay, also ich wiederhole. Wilhelm, Dora, Friedrich, 1, Xylophon, Klavier, 3, Richard. Richtig. Alles klar, dann starte ich mal mit Isaac rein und drücke mal direkt wieder Pause. Stark. So, wir positionieren uns an verschiedenen Türen oder sagen wir gehen jetzt erstmal beide durch die obere? Ich sage einfach, wir machen 3, 2, 1 Start und dann gehen wir das Resume Game und es geht los. Also du stehst auch noch am Anfang sozusagen? Ich habe mich nicht bewegt, habe gleich Start gedrückt. Okay, ich auch. Nur, dass wir mal ganz kurz abgleichen können, du hast jetzt auch einen Raum, wo man nach links, rechts und nach oben rausgehen kann? Das sage ich dir doch nicht. Ich bin übrigens schon in Depths 1. Naja, wisst ihr. Ja, doch, das sind die drei Türen, die ich sehe. Alles klar, dann mach mal den Countdown. Freut euch drauf, Leute. Und zwar, es geht los in 3, 2, 1. Go! Resume Game und los geht's. Woo! Ich bin leicht aufgeregt. So, wie geht man ran? Rusht man einfach nur durch? Na, was machen wir überhaupt? Lässt man Itemräume aus? Wer von uns beiden gewinnt? Wer als erstes wen besiegt hat, also bis in welche Tiefe gehen wir? Weil man kann natürlich jetzt auch einfach einen kurzen Run machen. Nee, wir müssen, also wenn, dann schon durchziehen bis ganz oben hin. Alles klar. Und auch eine Prämisse, dass man, wenn man stirbt, kann man ja direkt resetten und nochmal von vorne anfangen. Und hat immer noch die Chance. Weil es kann ja sein, der andere stirbt auch, dass man sozusagen den noch einholt wieder. Alles klar. Sehe schon, das ist so ein cooler Seed, wo man absolut keine Items oder so bekommt. Ja, garantiert. Und dann immer stirbt und wir spielen in 4 Stunden immer noch denselben Seed. Ich bin übrigens schon beim Boss und du? Hä? Ich bin übrigens schon beim Boss und du? Ich? Naja, ich bin schon Depths 1, wie gesagt. Ach so. Brauche ich mich ja gar nicht beeilen, ne? Das lohnt sich sozusagen gar nicht. Das ist natürlich ein super Fluch. Gefällt mir. Ja, mir auch. Das ist ziemlich zum Kotzen, der Raum. Naja, das war dumm. Ah, so. Sterbe. Das läuft schon mal sehr gut bei mir. Oh, bei mir auch. Ich hatte diese Räume, die wir hier haben. Und getroffen worden. Ah, ist das bitter. Naja, ist erstmal bei mir egal. Hast du denn schon wirklich die Ebene verlassen? Nee, noch nicht. Ich wurde erstmal oft genug getroffen. ich werfe ein Wort in den Raum. Spinne? Du meinst, also wovon ich getroffen wurde? Ja. Woher willst du das wissen? Guckst du mir etwa zu? Ich habe die Kamera schon längere Zeit dort installiert bei dir und es funktioniert. Ah, ich merk schon. Also ich habe auch ordentlich kassiert, aber es stört mich irgendwie nicht so ganz. Weil, erste Ebene, da ist erstmal drittens. Ja, und hat noch ein kleines Pölzerchen bekommen. Ja. Und ich gehe sogar schon weiter, wenn es dich interessiert. Du gehst schon weiter?
Na Mensch. Partei, ne? Ich noch nicht. Ich hier spiele noch ein bisschen eine Runde, habe ich überlegt. Schöne Ebene, oder was? Ja, dachte ich mir. Das ist doch cool. Wenn dir das gefällt, freut mich für dich. Ein bisschen. Ja, weißt du, so weiterhin kann ja jeder. Du bist schon aus der Ebene raus, ja? Ja, ja. Ja. Sag mal, raus. Hast du auch den goldenen Penny geholt? Nee. Ehrlich nicht? Das ist ja schade. Dachte mir so... Huch, das war stark. Bestimmt Geheimraum oder sowas? Ja. Dachte ich mir, nee, nimmst du nicht mit. Na gut, wenn du meinst, das lohnt sich, den auszulassen. Es geht ja um älter Schwede. Man muss ja die Zeit hier berechnen und nicht, dass wir hier viel Geld spenden oder sonst was. Von daher. Ja, nee, aber vielleicht müssen wir im Shop ein paar schöne Dinge holen. Ach, sure, pablapap, alles Zeit. Ah, wenn du das sagst. Was für ein wunderschöner Items Raum. Items gefallen mir schon ganz gut, muss ich sagen. Ah, das war ja ungünstig. Hätte nicht sein müssen. Aber okay, gehen wir weiter. Okay. Okay, so. Okay. Hattest du eigentlich rerollt? Ich hab gerade rerollt, ja. Gerade eben, aber in der ersten Ebene nicht. Nee, naja, mit dem Fluch, was willst du großartig machen, ne? Ja, hätte sein können, dass du erstmal pro forma gesagt hast, nee, ich nehme das nicht. Weil erste Ebene Boss-Item ist immer kacke. Es kann auch schon mal so ein Tiers-Up sein oder sowas. Weiß man halt nicht. Und sagen wir ein HP-Up kann auch immer gut sein, gerade für die Devil-Deals und so weiter. Ja, stimmt. Stört jetzt erstmal nicht weiter, muss ich sagen. Aber sag mal, der Penny ist schon kein schlechtes Trinket. Ich habe nämlich auch noch gar kein Trinket bis jetzt. Aber meine Item-Konstellation gefällt mir schon ziemlich gut. Also bis jetzt finde ich meine Item-Konstellation auch nicht schlecht. Ah, sehr gut. Gut, da hat sich ja noch nicht viel geändert. Wahrscheinlich du auch mal ums Wick genommen. Ja, wie gesagt, ich habe auch nicht rerollt. Und ja, du wirst dich auch freuen über das erste... Goldraum-Item wahrscheinlich. Was du ja, bekommst. Das war top. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Oh, fuck. Da habe ich schon so einen kleinen Vorsprung, ne? Und dann... Ja, wobei, ich mach mal weiter. Renn ich dreimal in die falsche Richtung. Ich mach mal weiter. Scheiße. Den Raum wollte ich einfach noch schnell klären, deswegen wurde ich getroffen. Das macht Sinn. Ich habe so ein bisschen ein Schlüsselproblem, muss ich sagen. Ja, das habe ich aber auch, also... Bist da nicht alleine. Bei Bomben sieht es nicht viel besser aus, das ist auch mein Problem. Ich wäre ganz schon mal irgendwie in einen anderen Shop noch gegangen, weil ich habe extrem viele Münzen gefunden. Hast du, ja? Ja. Also ich habe, obwohl ich den Penny habe, in der zweiten Ebene die Krüge gesprengt. Sag dir, Junge, Junge, da kamen, weiß ich nicht, 30 Münzen raus oder so. Na gut, okay. Sagen wir mal 20. Huh, schwierig. Alter Schwede. Naja, ich glaube, das war das schlau? Ich weiß es nicht. Hey, jetzt stirb doch mal. Danke. Ah, echt, hier kriegt man keine Schlüssel. Das ist natürlich wichtig. Hast du den Devil Deal genommen? Den Devil Deal? Mhm. Jo, hab ich genommen. Also, die Frage ist jetzt, welchen meinst du? Na den... Bist du denn schon beim zweiten? Vielleicht. Verdammt! Ich wollte es aus dem rauskitzeln. Ja, dann natürlich den ersten. Ha! Ja. Sehr geil, sehr, sehr geil. Ah, der Treffer war dämlich, den hätte ich nicht kassieren müssen. Ich komme noch nicht, also ich weiß nicht, ich finde den Boss nicht, ne? Ich habe irgendwie ein bisschen Pech gehabt, bin zweimal in eine Sackgasse gerannt.
Ich hab'n. Also, ich kann dir ja mal sagen, ich bin auch noch auf der Ebene und den Boss habe ich leider auch noch nicht gefunden. Ja, jetzt hast du mir das verraten. Ja, oder? Ich bin nämlich schon längst raus aus der Ebene. Nein, bin ich nicht. Aber ich hab'n zumindest jetzt gefunden. Also. Wuhu! Alter! Ich bin so gespannt, wenn wir diese Runs vergleichen. Das ist so viel, was hier bei mir gerade echt lackabhängig war. Okay. Okay, 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 okay. Und es könnte okay wirklich sein, dass das, was ich hier gerade gefunden hatte, echt spielentscheidend ist. Okay, okay. Du. Dann du. Und du. Oh ja. Sehr schön, ich bin beim Boss raus. Hab mich hoffentlich gut entschieden. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich denke mal da lang. Ein bisschen Zeit sparen irgendwie. Wäre noch ganz gut. Ist denn irgendwas verboten? Eigentlich nicht, ne? Emperor-Karte finden oder so ist auch legitim. Was finden? Emperor-Karte. Emperor-Karte ist legitim, klar, warum nicht? Alles ja, weil es ja schon ein krasses eine krasse Zeitersparnis ist. Naja, ich weiß nicht, also mir ist egal. Ja. Kann natürlich sein, dass wir es nicht zulassen, aber... Ja, an sich ist es legitim, meiner Meinung nach. Es ist gefunden, weißt du? Also meiner Meinung nach. Ja, das ist richtig. Weil es ist halt ein Isaac Run, es ist lackabhängig. Okay. Ja, genauso wie dieser Treffer lackabhängig war und ich es versaut habe. Okay, das ist nice. Ja, ne. Überragender Reroll. Überragend. Hast du den Devil D rerollt oder was? Den habe ich auch gerollt, ja. Da war aber war schwierig, was man nimmt und so weiter, ne? Na gut, ich weiß nicht. Ich glaube, rerollen ist zufällig, oder? Nee, 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 nee. Du rerollst in dieselben Richtungen und Sachen. Ja? Ja. Es sei denn, du rerollst jetzt ein zweites Mal oder so, weißt du? Dann ist natürlich was anderes. Aber ansonsten rerollst du erstmal beim ersten Rollen in dieselben Sachen. Okay. Du hast auch ganz gut Spaß, wie ich höre. Auf jeden Fall. Alter. Ich hab Tränen, kann ich dir verraten. Ja, ich auch. Ich hab auch Tränen. Das ist bei Isaac so, Benny. Da hat man Tränen. Das ist gut, ich will's nehmen. Oh Gott, war das ein dummer Treffer. Ich sag mal so, ich bin gerade ziemlich gut am One-Hitten. Okay. Ich bin gespannt. Ich bin wirklich gespannt, wo wir dann die Unterschiede gemacht haben. Da wir... Ich brauch Geld, gib mir Geld. Ich muss Zeit sparen. Kacke. So, gehen wir mal weiter. Wie weit bist du denn inzwischen, wenn man fragen darf? Necropolis 1 bin ich mittlerweile. Necropolis 1, ja. Stimme ich zu. Bist du auch? Bin ich auch. Ah, ist dämlicher Treffer. Da wollte ich zu viel. Schön. Danke, Daddy. Daddy macht auch Spaß immer mit, ja. Ah, der Boss ist natürlich super spaßig. Bist du schon beim Boss, ja? Ja, ich hab den Boss gefunden, ja. Sehr schön. Cool. Ich muss aber okay. Ich muss erstmal den Boss finden, ey. Das geht so. Könnte was Besseres sein, aber na gut. Nehmen wir die Sache trotzdem mit beim Boss. Und ja. Wo ist er?
Krasser Gegner. So, ein bisschen Turbo hier, los. Geh weg, geh weg. Sehr gut. Nein. Oh Gott, oh Gott. Das war gerade nicht so geplant. Es ist immer so eine Sache, nimmt man Pillen, nimmt man keine Pillen? Was kriegt man? Da? Das ist immer so eine, ah fuck, so eine Frage, ob man Pillen nimmt oder nicht. Ja, ich weiß, aber bis jetzt habe ich nur Glück gehabt mit den Pillen. Also 4 Tiers und Luck Up. Luck Up hatte ich zum Beispiel nicht. Ich hatte, was hatte ich denn dabei? Ein Tiers Up. Was auch nicht schlecht ist. Tiers Up. Angriff vom Teufel spricht. Niemals. Na gut. Oh, oh, den hab ich nicht gesehen. Und falsche Richtung gerannt. Glück haben, aber ich hatte gerade ein wenig, ja, wie soll man sagen, Stress? Pech gehabt in der Auswahl des Weges und so weiter. Hätte dadurch Zeit sparen können. Hätte ich es ignoriert. Na komm, hier so eine Münze, wäre cool. Hast du eigentlich einen Spendenautomat? Ja. Achso, du hast du. Ah! Dann nichts rausspringen. Also, ich hoffe, du hast es noch nicht gemacht. Ja, habe ich schon gemacht. Das war jetzt gerade mein Problem, deswegen habe ich A gesagt. Ah, naja, cool. Das tut mir leid. Ah, gut. Ist halt da habe ich nicht dran gedacht. Ja, na, ich auch nicht. Das fiel mir jetzt auch gerade auf, wo ich mir dachte: Mensch, kannst du ja mal was rausspringen? Und dann so: Ah, nee, kannst du doch nicht. Komm, Mom, mach was. Wo bist du? Ist schon bei Mom, ja? Ja, ja. Gut, ich auch. Dann geht's uns ja zumindest ähnlich. Gott, oh Gott. Machen wir jetzt mit verbotenen Items? Es gibt keine verbotenen Items, ja. Es gibt keine. Gibt keine. Okay. Oder hast du jetzt ein Imba-Item gerade gefunden, wo du sagst, hey, das nehme ich nicht wegen Brimstone oder was? Ja, hast du auch schon geholt? Ich habe auch diesen Brimstone, natürlich. Alles klar. Wir sind ziemlich gleich auf. Also es ist gerade echt interessant hier. Ich beeil mich wie Sau, ey. Na, ich mich auch. Ich glaube, das wird arschknapp, dieser Run. Ich weiß nicht mehr, was diese Pille war, sondern das halt liegt. Huh. So. Macht was, danke. Nee, machen wir nicht. Machen wir auch nicht. Ich bin schon ganz gut unterwegs. Zum Boss. Ich hoffe mal, dass ich mir damit jetzt keinen zu großen. Oh nein. Oh, vollkommen die falsche Richtung gerannt. Keinen zu großen Vorteil geschaffen habe. Ich vermute es nämlich fast schon. Das Problem ist, aufgrund des Brimstones verstehe ich dich kaum noch, was du sagst. Das ist gut. Ich habe nichts gesagt. Nee, ich habe gesagt, dass ich mir hoffentlich keinen zu großen Vorteil erschafft habe mit dem Item, aber ich vermute es schon. Ah, das war dumm, was ich gerade gemacht habe. Wir werden den Run dann ja sehen, also... Oh, ja. Ich danke euch, Spinn. Ihr habt mir gerade echt das Leben gerettet. Ein Würfelraum. Ich kann dir jetzt sagen, was ich nämlich durchs Raussprengen genommen habe, und zwar ein Kompass, was halt mir schon einen ordentlichen Vorteil verschafft. Ah, okay, ja, das stimmt. Ich weiß nicht, warst du in dem Shop mit dem Kompass? Hä? Warst du in dem Shop drin mit dem Kompass? Nee, aber ich hab den Black Candle. Achso, na, ist natürlich auch nicht schlecht. Deswegen, wir müssen mal schauen. Also. Ah, komm. Naja, aber dadurch weiß ich halt zumindest jetzt schon mal, wo es lang geht und so weiter.
Ah, vielleicht kann ich das mit meiner Stärke wettmachen. Ach, das war das mit dem Würfelraum, alles klar. Jo. Ich bin nämlich jetzt gerade schon ziemlich stark unterwegs. Ich bin jetzt gerade, wenn ich es dir sagen darf, zu Isaac. Also, noch nicht bei Isaac, aber schon mehr Ebene Isaac. Ah gut, da bist du mir auf jeden Fall voran. Auch ein gutes Tempo gerade, ey. Ich muss halt wirklich aufpassen, dass ich nicht mich über schätze mit der Geschwindigkeit und so weiter und mit der HP. Ich da immer nicht drauf achte. Ich hab nicht so viel Leben. Ich bin voll vom Leben her. Nee, 4,5. Okay. Ist nicht allzu viel. Okay, Bettlerraum. So, ich bin jetzt erstmal bei Idlifs. Idlifs hängt mal wieder. Und es ist tot. Ging aber auch ordentlich fix bei dir. Ja. Aber wie gesagt, ich habe auch ordentlich Damage, ey. Ich habe auch ein paar gute Entscheidungen getroffen, wo ich dann durch Rerollen und so weiter ja, ein paar Damage-Items bekommen habe. Und ich bin auch schon jetzt. Oh, das ist gut. Oh, das ist sehr gut. Das gefällt mir. Das bringt mir beides nichts. Aber gut. Die anderen Items so. Chest kann ich dir empfehlen. Wird trotzdem recht gut. Bist also, du schon bei Chest, ja? Ich bin Chestman. Dadurch, dass ich halt auch ordentlich Schaden habe, drücke ich halt auch ordentlich durch. Ja, ich bin jetzt auch Chest, also. Ich habe einen guten Weg gewählt. Ah, alles Müll. Aber auch, sag mal so, wenn ich durch bin, brauchst du nicht gleich aufhören, dann. Nö, wenn ich durch sein noch sollte, zu Ende, also. Kannst du ja trotzdem noch zu Ende spielen. Weil so easy und schnell haben wir, glaube ich, lange nicht mehr gespielt. Das habe ich mir auch gedacht. Dieser Run ist eigentlich der Hammer. Also solche Runs wünscht man sich wirklich. So. Bist du bei Isaac? Ich bin beim Blue Baby, ja. Bei Blue Baby meine ich ja. Aber auch dadurch, dass der Rosenkranz da drin war, noch die 3 Herzen bekommen, was recht praktisch war. Und ja, ich bin durch. Ah, ich bin falsch gerannt, schade. Ah. Brauchst du einen Tipp, in welche Richtung du denn musst? Och ne, jetzt brauche ich auch nicht mehr. Ich kill ja alles so souverän. Das ist wirklich. Weiß nicht, wie viele Guppy-Items hast du denn? Hä? Eins. Eins? Okay, ich habe nämlich 2. Ich hatte gehofft, noch ein drittes zu bekommen. Dann wäre es natürlich noch mehr Imba gewesen. Wir können auch gleich nochmal sozusagen vergleichen, was denn überhaupt so an Items wir anders gemacht haben. Also ich sag mal so. Ich habe einen mega starken Brimstone, weil ich einfach mal der Halo hatte, den Pilz. Ja gut, das habe ich auch. Den ich Pilz und Proptosis. Ja, Proptosis habe ich auch. Ich habe halt die Spritze. Na genau, die Damage. Pentagramm. Proptosis, Juices Juice. In Umhang. Ah, ich bin durch. Nice. So. Den Umhang hatte ich noch. Dann der Halo, wie du auch schon gesagt hast. Ja, stimmt, Umhang hatte ich auch. Und halt Brimstone, ja gut. Also ich sag mal so, weil ich habe die Spritze. Ich habe das Pentagramm. Ja. Die Kerze, den Pilz, den blutigen. Ja, die Kerze bringt kein Damage. Achso, den blutigen Vertrag. Also der mit der Blutunterschrift unten, ne? Der bringt ja auch keinen Damage. Hat er nur Tiers abgemacht? Der blutige Vertrag, der macht doch nur hier.
Nee, na, der Vertrag, der wo, das, können ab und zu wo das Blut runtertropft. Ach so, den hast du gefunden, nice. Ja. Der macht der Match auf jeden Fall. Dann, wie gesagt, der Mantel. Dann Proposes. Ja, den hab ich auch. Dann der Halo noch. Ja, genau. Und dann halt der Blue Cap macht, glaube ich, kein Damage ab. Und dann, nee, halt noch, und dann halt noch Brimstone. Ja, na gut, dann hat's ja wirklich... Jesus Juice hast du nicht, ne? Nee, wo gab's denn den? Okay. Den hab ich, pass auf, ich hatte dann 30 Münzen, wie, wo ich dir gesagt habe, dass ich die 20 Münzen bekommen hatte. Ja. Da war ich im Shop und habe aus der Pandora-Box den Jesus Juice bekommen. Ah, alles klar. Ich hab hier die Zettel nicht, deswegen, ich hab die Pandora-Box im Shop gesehen und dachte mir so, Kacke, du weißt gar nicht, was die macht. Und ja, hab mir dann nee, ich wusste, das ist der dritte Ebene war das, glaube ich. Und da ist es ein Item. Deswegen dann rerollt und hab dann da die Kerze bekommen. Ah, alles klar. Ja, und im nächsten Shop wäre dann der Kompass gewesen. Ja, okay, na, ich bin dann ab da. Du hast dir wahrscheinlich auch dort die Map genommen, ne? In dem Shop. Da bin ich, glaube ich, gar nicht rein, weil ich gar kein Geld mehr hatte. Deswegen. Nee, da wo dann die Kerze rerollt wurde, da lag auch die Map drin. Die normale. Ja, ich glaube. Naja. Ja. Jedenfalls. Schön, aber es war auch eine an sich recht schnelle Folge und so. Ich hoffe, euch hat das gefallen. Schreibt mal rein, ob ihr das Wiedersehen wollt. Nochmal sehen wollt. Genau. Uns hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Auch wenn das ganze Setup und so weiter natürlich ein bisschen länger dauert als sonst, aber kann man schon mal so als Special-Folge einschieben. Oh, das denke ich auch, ja. Es hat und auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, weil es war dann doch immer so ein Adrenalinschub, so, wo bist du, was, der ist schon da, verdammt, wie, der hat einen Kompass. Weißt du? Nee, es hat Spaß gemacht. Wie jetzt, der hat ein Automat, wo man was raussprengen kann. Ja, na, das fiel mir dann auf, weil ich dachte so, hey, cool, hier kannst du was kaufen. Gar kein Automat. Weil, keine Ahnung, ich glaube, ich hatte irgendwie 20 Bomben gehabt. Ich hätte ja, gut. Übelst viel rausspringen können, aber, ja, wie gesagt. Das stimmt. Nicht so wild. Wir können dann nochmal... Mal wissen wir's. Eben, wir können das nächste Mal nochmal einen anderen Setup machen. Wo wir dann halt auch sagen, okay, kein Brimstone oder was auch nicht, aber... Oder wir geben beide Seed ein, sodass, wir das, beide kein Automat haben. Ja, das geht natürlich auch, dass wir einfach beide einen Seed eingeben. Genau, da müssen wir nochmal drüber nachdenken. Könnt ihr auch unten in die Kommentare noch reinschreiben, was denn so verbesserungswürdig ist. Genau. Und dass ich ziemlich lame bin, dass ich dort den Automat gesprengt habe. Könnt ihr mich ziemlich zu flamen. Nee, macht's nicht. Ist ja nicht so, dass ich da wirklich eine lange Zeit hinterherhing. Also ich bin dafür, dass ich keinen Kompass hatte, der Meinung gewesen, ich bin sehr, sehr schnell durchgekommen. Ja, das stimmt. Also ich glaube, wir haben ja wirklich eine 25-Minuten-Folge oder so hingelegt. Okay, mit dem Gequatsche hier jetzt nicht mehr, aber... Ja. Naja, Leute, jedenfalls, ich hoffe, euch hat die 200. Folge Binding of Isaac Rebirth mit der Coop Couch gefallen. Hey, cool, wir haben es geschafft, untereinander abzusprechen, ohne uns zu sehen. Oh, so ähnlich. Ah, ja. Naja, Leute, ihr wisst, wie ich es meine. Euch noch einen schönen Abend. Tag euch noch. Ciao. Get it.